Dann würde ich sagen, starten wir auch noch mal ganz offiziell. Also schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Pantomime-Sportartenrätsel heute mit mir Annika und der Sigrid Quint, meiner lieben Kollegin aus Idar-Oberstein, die sich gleich auch selbst noch mal kurz vorstellt. Und ja, ihr wart vielleicht in anderen Quizrunden schon mit dabei. Heute eine ganz besondere Quizart noch mal, wo ihr miträtseln könnt. Es wird sich ein bisschen bewegt. Also freut euch, das wird spannend. Bevor ich gleich an meine Kollegin Sigrid abgebe, legt euch gerne wieder einen Block und einen Stift bereit. Denn heute, Sigrid erklärt es gleich nochmal ein bisschen genauer, erwarten euch drei Lösungswörter, die wir suchen. Das heißt, zum fleißig Mitschreiben gerne einen Zettel und einen Stift zur Hand nehmen, dass ihr gut gewappnet seid. Genau, auch heute, wie gesagt, gibt es wieder was Schönes zu gewinnen für den Gewinner. Und zwar einen schönen Bildungswerk-Rucksack und ein Bildungswerk-Jonglage-Set, mit dem ihr die koordinativen Fähigkeiten trainieren könnt, zwischendrin eine Bewegungspause machen könnt und ja, das mit Sicherheit gut gebrauchen könnt. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne in das Chatfenster. Die Elli, unsere Kollegin, ist heute für euch an den Tasten und winkt euch freundlich zu. Und ja, wir hoffen, es geht euch gut, ihr seid bereit. Und ja, dann bevor es gleich losgeht, liebe Sigrid, stell dich doch selbst noch mal kurz vor und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf eine schöne Quizrunde heute. So machen wir es genauso. Hallo zusammen, mein Name ist Sigrid Quint. Ich leite das Beratungszentrum in Idar-Oberstein, gehört zum Bildungswerk dazu. Seit sage und schreibe über 25 Jahren. Nach dem Abitur habe ich Sport studiert, habe dann 6,5 Jahre auch mit behinderten Kindern gearbeitet, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat und bin dann 1994 zum Bildungswerk gekommen. Wow. Ja, das ist schon eine schöne lange Zeit. Meine Favoritensportart ist einfach das Tanzen. Ich habe früher Formationen in Standard und Latein getanzt. Wir hatten Auftritte zum Beispiel in Le Mureau, unserer Partnerstadt, oder auch in Margate, haben wir in Superkleidern auch getanzt. Und ja, waren viel unterwegs und ich tanze heute auch noch gern. Leider ohne Partner mache ich eben Jazz, Modern und Afro-Dance, was ich auch noch unterrichte nebenbei. Ja, und so wollen wir uns jetzt heute auch mal versuchen zu bewegen. Die Annika hat schon gesagt, es sind drei Worte. Ich möchte euch noch gerade sagen, das erste Wort hat 7 Buchstaben, wenn ihr euch dann 7 Striche machen möchtet. Das zweite Wort hat 10 Buchstaben. Und das dritte Wort hat 9 Buchstaben. Vielleicht aufschreiben, dann ist es einfacher. Wenn ich jetzt die Sportarten vormache, das ist nicht so das Schwierige zu raten, aber wir haben es, oder ich habe es so formuliert, dass es ein wenig Kopfarbeit verlangt, diese einzelnen Buchstaben in diese drei Wörter zu setzen. Lasst euch ein bisschen Zeit, die Annika erzählt auch noch was zu diesen Sportarten dazu. Wenn irgendwas ist, wie gesagt, der Chat ist da. Ich habe gedacht, weil es jetzt schon so spät ist, fangen wir, also 11 Uhr, dass wir uns ein bisschen bewegen können. Wenn ihr aufstehen möchtet, und dann bewegen wir oder mobilisieren wir den Schultergürtel noch ein klein wenig. Alle zusammen. Ja? Okay, fangen. Annika, ja. Wir heben einfach nur mal ganz locker rechts, links an. Dann mache ich doch gleich mit. Ja, sehr schön. Und der Ellbogen folgt. Zack. Alles fließen lassen, nichts reißen. Okay, und einfach mal vor, Brust raus, Brust weg, Brust raus, Brust weg. Das heißt also, ihr könnt Brust raus und rund, vor und rund, vor und rund, vor und rund. Jetzt nehmen wir die Arme mal mit, alles eindrehen, alles öffnen, alles eindrehen. Die Elli und ich machen auch mit. Sehr schön. Öffnen, rund und öffnen. Nehmt jetzt einfach mal die Arme mit der gleichen Bewegung auf die Horizontale. Hoch und auf. Hoch
Und auf. Und die Bewegung bleibt immer noch rund und aufrichten. Rund und aufrichten. Rund und aufrichten. Lasst mal die Hände da vorne, zieht eine Hand ran und schiebt den Schultergürtel rechts, links nach vorne. Schultern bleiben unten. Jetzt nehmen wir die Hand, die vorne ist, die holt. Drehen und holen, die andere schiebt. Wechsel, vorne die Hand holt und die vordere Hand holt und schieben. Schieben, kleine Koordination, genau. Schieben. Aber hallo. Schieben. Und das können wir auch einmal zur Seite versuchen. Bin ich vielleicht nicht mehr ganz im Bild. Holen und schieben. Holen. Also einfach das Handgelenk drehen, weil ihr braucht ja auch ein erwärmtes Handgelenk, wenn ihr schreibt. Genau. Oh. Werdet ihr fit gemacht? Schön, prima. Ich hoffe, ihr habt Spaß, weil wir fangen jetzt mal an. Slow Motion, schaut es euch einfach mal an. Ich wiederhole es höchstwahrscheinlich zweimal. Dann werden wir sehen. Okay, Nummer 1. Die erste Sportart, die es zu erraten gilt. Genau. Mann, die Sigrid gleich auch noch ein bisschen größer. Entschuldigung, Sigrid, wenn ich gerade noch einmal vorweg. Genau, hört später gut zu, denn die Sigrid macht euch das jetzt vor und dann wieder und dann werde ich euch sagen, welchen Buchstaben wir suchen und wo, an welche Stelle des Wortes er kommt. Und ganz zum Schluss gibt es auch noch mal einen Schnelldurchlauf der Sportarten. Also freut euch auf die Sigrid und auf die Sportarten. Und wie gesagt, ich versuche Slow Motion, damit man es besser sehen kann. Ja? Zur ersten Sportart. Und los geht's. Ich mach's gleich nochmal. Vielleicht achtet ihr auf die Hände. Und aufpassen. Wow, okay, welche Sportart wird hier gesucht? Wie gesagt, wir machen nachher nochmal einen kleinen Schnelldurchlauf und ich erzähle euch einfach, wenn Sigrid die Bewegung vielleicht gleich nochmal macht, ein bisschen was dazu, so habt ihr Bedenkzeit und dann sage ich euch auch noch, welchen Buchstaben wir suchen. Also diese Sportart ist vor allem eine Kampfsportart, die neben Boxen und Ringen schon in der Antike betrieben wurde. Die Vorläufer dieser Sportart waren Duelle. Um 1570 prägte der Franzose Henri Sanditier die meisten Fachausdrücke dieser Sportart, die auch heute noch gelten. Die offizielle Wettkampfsprache ist Französisch. Rien ne va plus, fällt mir dazu ein. Okay, und jetzt, wir suchen den zweiten Buchstaben des gesuchten Wortes. Und dieser kommt an die erste und die neunte Stelle des zweiten Wortes. Also ihr merkt, ihr müsst heute gut zuhören. Es gibt einige Buchstaben zu erraten. Vielen Dank, liebe Sigrid, das hat schon mal Spaß gemacht. Gerne. Okay, wir gucken immer mal wieder in den Chat. Ansonsten können wir in die nächste Runde starten. Also das war jetzt gerade der, ja genau, die zweite, ich bin ja jetzt still, versuche es auf jeden Fall, was nicht so einfach ist. Zwei. Gut aufpassen, Sieke ist schon dabei. Na, habt ihr es schon erraten? Sigrid macht es gleich nochmal vor, die nächste Sportart. In Slow Motion. Wow. Okay, das war die zweite Sportart, die wir suchen. Und zwar ist diese Sportart Ende des 19. Jahrhunderts in England entstanden und galt als gesellige Freiluftunterhaltung, meist in Adelskreisen. Aufgrund des mäßig guten Wetters in England verlegte man diese Sportart nach drinnen. Das war geboren, die eigentliche Geburtsstunde dieser Sportart.
Super, da lernen wir auch heute wieder was über verschiedene Sportarten. Und zwar suchen wir den achten Buchstaben des Wortes. Und dieser kommt an die dritte und die neunte Stelle des dritten Wortes. Für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, genau, hui, hui, hui. Wir suchen heute drei Wörter und ganz viele tolle Sportarten. Okay, liebe Sigrid, ich gebe wieder weiter an dich. Gut aufpassen. Ich weiß es. Sehr gut. Vielen Dank für diese Präsentation. Ich glaube, ihr wisst alle, welche Sportart wir suchen. Und zwar wurde diese Sportart ursprünglich für YMCA-Studenten erfunden und erfuhr über den YMCA eine schnelle weltweite Verbreitung. Sie wird meistens in der Halle betrieben und Ziel ist es, den in 3,5 Meter Höhe gegnerischen Korb zu treffen. Das war jetzt schon ein sehr guter Tipp, aber es darf ja auch nicht zu schwer sein. Okay, wir suchen von diesem Wort den dritten Buchstaben. Und dieser kommt, gut zuhören, an die vierte Stelle des zweiten Wortes. Und der fünfte Buchstabe dieses Wortes setzt ihr bitte an die fünfte Stelle des dritten Wortes. Ich wiederhole es nochmal kurz. Also, wir suchen ein Wort. Der dritte Buchstabe von diesem Wort kommt an die vierte Stelle des zweiten Wortes. Und der fünfte Buchstabe an die fünfte Stelle des dritten Wortes. Ja, die Sigrid hat sich hier nicht lumpen lassen, also für alle Quiz-Erprobten geht es heute wieder eine Stufe nach oben. Super. Genau, ich glaube, wir können in die nächste Runde starten, liebe Sigrid. Ich denke, wir wiederholen ja nachher auch noch mal kurz alles, also das wird schon werden. Okay, nun die vierte Sportart. Habt da so eine Idee? Okay. Jede Sportart wird gesucht. Nochmal gut zugucken gleich. Ich drehe mich um. Jawohl. Super. Also ihr könnt die Bewegung natürlich auch alle mitmachen, wenn ihr möchtet. Dann habt ihr noch eine kleine Bewegungspause. Wenn ihr das mit dem Notieren noch geregelt bekommt, dann gerne. Okay, bei dieser Sportart kommen Stöcke zum Einsatz, die zusätzlich die Rücken- und Bauchmuskulatur sowie den Schultergürtel mit beanspruchen. Außerdem verbrennt diese Sportart einiges an Körperfett, bringt Herz, Kreislauf und den Stoffwechsel ordentlich in Schwung. Und das Konzept entwickelte sich aus dem Sommertraining der Skifahrer. Na, wer weiß es? Wir suchen heute den ersten Buchstaben des gesuchten Wortes und diesen setzt ihr bitte an die siebte Stelle des ersten Wortes. Kommt aber noch was dazu? Genau, die Sigrid macht im Hintergrund immer noch mal die Bewegung. Und zwar der siebte Buchstabe wird auch noch gesucht und den setzt ihr an die dritte Stelle des ersten Wortes. Ja, wir wiederholen am Ende nochmal, sodass ihr hoffentlich auch die drei gesuchten Worte herausfindet. Okay, Nummer 5 würde ich sagen, liebe Sigrid, Sportart Nummer 5. Wer bei deiner Einführung gut zugehört hat, der löst das Ganze bestimmt schnell auf. Eine super Sportart. Achtung. Das ist schön. Ich mache es nochmal, ein ganz klein wenig in Variation. Ich bin gespannt, ob ihr es erraten habt.
Also, und zwar, die Geschichte dieser Sportart basiert auf die höfischen oder auf den höfischen französischen Bewegungsformen im 14. und 15. Jahrhundert, die überwiegend einzeln ausgeführt wurden. Das ebenfalls aus Frankreich stammende Menuett ist eines der ersten Formen, bei dem sich paarweise bewegt wurde. Genau. Wunderschön. Okay, wir suchen wieder ein Wort. Und Ja. zwar setzt ihr den ersten Buchstaben an die dritte Stelle des zweiten Wortes und den dritten Buchstaben an die zweite und zehnte Stelle des zweiten Wortes. Genau, ihr müsst gut zuhören. Es gibt immer einige Buchstaben, die wir vergeben wollen, aber wir sind uns sicher, dass ihr das hinbekommt. Ihr macht jetzt neben allem noch Hirnjogging, macht ihr jetzt auch noch gerade dabei. Also ihr müsst mich anschauen, ihr müsst sehen, was ich bewege, ihr müsst an die richtige Stelle setzen. Das ist schon so ein klein bisschen, geht jetzt euch im Hochleistungssport, gell? Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zur Sportart Nummer 6. Uiuiui. Was macht Sigrid da? Welche Sportart? Uiuiui. Kann es noch nicht so gut. Sieht aber schon ganz gut aus. Okay, sehr gut. Vielleicht habt ihr es schon erraten. Ich mach's gleich nochmal. Genau, können wir auch gerne machen, wenn ich noch mal was dazu erzähle. Ich werde schon besser. Ja, du stehst schon sehr stabil. Okay, super. Und zwar diese Sportart lässt mehrere Vermutungen ihrer Entstehung zu. Einmal sind da die stehenden Fischer in Kanus oder die Einmann-Bambusflöße oder auch die Surflehrer, die durch ihre erhöhte Position ihre Surfschüler besser im Auge hatten. Heutzutage ist diese Sportart von Wind und Wellen unabhängig. Sogar Funktionsgymnastik wird auf diesen Boards angeboten, Yoga oder auch andere Sportarten. Mittlerweile gibt es sie auch in aufblasbarer Form, letztens übrigens bei Lidl, ohne Werbung machen zu wollen, was den Transport erheblich erleichtert. Das schneiden wir später raus. Okay, und von diesem Wort suchen wir den ersten Buchstaben und setzt ihn bitte an die sechste und siebte Stelle des dritten Wort. Könnt ihr mal schauen, wie viele Positionen ihr schon gefüllt habt. Mal kurz durchschnaufen. Und genau, wenn ihr Fragen habt, gerne in den Chat, aber ich nehme an, ihr seid alle hochkonzentriert. So Wir soll haben das jetzt die sechste, wir haben jetzt genau die Hälfte, ja? sein. Genau, wir sind jetzt bei der sechsten Sportart. Genau, also ungefähr Halbzeit. Genau. Ich wiederhole gerade auch nochmal für euch, wie viele Buchstaben die einzelnen Lösungsworte haben. Das erste Wort 7. Die Sigrid hat es eben schon mal erwähnt. Nur für alle, die es verpasst haben. Das zweite Wort 10 und das dritte 9. Elli hat es auch nochmal in den Chat geschrieben zum Überprüfen. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Sportart. Eine sehr interessante Sportart übrigens. Aufpassen. Hey. Ui. Genau, gerne nochmal. Gut aufpassen. Von vorne, einmal von der Seite. Welche Sportart suchen wir? Genau, super.
Ich glaube, das war ziemlich eindeutig. Und zwar, diese Sportart ist ursprünglich eine der ältesten Jagdformen der Menschen, mindestens 14.000 Jahre alt und überwiegend von Männern ausgeführt. Umso erstaunlicher ist es, dass sich in Großbritannien daraus nach und nach ein populärer Frauensport entwickelte. Sehr interessant. Es ermöglichte den Frauen in zeitgenössischer Hinsicht schick gekleidet Sport zu treiben. Was will man mehr? Gut vorgemacht. Und zwar, wir suchen den vierten Buchstaben des Wortes und der kommt an die vierte und sechste Stelle des ersten Wortes. Genau. Und während Sigrid nochmal zeigt, welche Sportart wir suchen, gebe ich euch noch die Info. Wir suchen außerdem den neunten Buchstaben des Wortes und setzen ihn an die vierte Stelle des dritten Wortes. Also, welche Sportart suchen wir? Wir suchen den vierten Buchstaben, der an die vierte und sechste Stelle des ersten Wortes kommt und den neunten Buchstaben für die vierte Stelle des dritten Wortes. Und dann, nach dieser schönen Sportart, geht's in die nächste Runde. Und ich kann euch sagen, die wird sehr anstrengend. Ich zeig's mal. Man kann da auch ganz schöne Tricks machen, habe ich gerade gesehen. Wiederhol uns noch, wiederhol die Sportarten nochmal, aber ich glaube, ich habe es schon erraten. Oh. Vielen Dank. Ich habe das auch schon mal ausprobiert und manchmal funktioniert es gut, manchmal auch nicht. Welche Sportart suchen wir? Und zwar ist es auch eine Wettkampfsportart mit heute englischer Bezeichnung. War früher eines der beliebtesten Bewegungsspiele der Kinder. Kann ich mich tatsächlich auch noch dran erinnern. Auch. Neben Gummitwist. Genau. Diese Sportart fördert unter anderem Kondition, Koordination und die Schnellkraft. Und von dieser Sportart, vom ersten Wort, so viel kann man ja vorwegnehmen, es ist nicht ein Wort, suchen wir den dritten Buchstaben, der an die fünfte Stelle des zweiten Lösungswortes kommt. Und vom ersten Wort suchen wir außerdem den vierten Buchstaben, der an die zweite Stelle des ersten Wortes kommt. Ich bin schon sehr gespannt, wie eure Lösungswörter aussehen. Vielleicht noch zur Info. Bitte nicht in den Chat schreiben, sonst verratet ihr den anderen Teilnehmern eure Lösung. Sondern am Ende bieten wir euch die Möglichkeit, ein Fenster einzublenden. Da könnt ihr Name und E-Mail-Adresse einblenden, sodass wir dann den Gewinner auch per Los ziehen können und der bekommt dann die Gewinne per Post zugeschickt. Ja, also behaltet das Lösungswort oder die Lösungsworte für euch, tragt sie am Ende ein, sodass ihr eure Lösung nicht verratet. Okay, super, wir gehen schon fast in den Endspurt, weiter mit der nächsten Sportart. Dann kommt jetzt die neunte Sportart. Das ist schwierig. Hey. Danke. Mach's gerade nochmal. In einer etwas kürzeren Form. Oh, da sagt sogar schon eine Zuschauerin, sieht nach ihrer Lieblingssportart aus. Dann fällt dir das bestimmt nicht schwer, das zu lösen. Grübeln. Okay. Danke, Sigrid. Und zwar bei dieser Sportart. Genau, also welche Sportart suchen wir? Der Vorläufer aller Spielformen entstand vermutlich in Indien. Über Persien
und nach dessen Eroberung durch die Araber verbreitete sich dieses Strategiespiel, das im 13. Jahrhundert auch nach Europa überschwappte. Diese Sportart wird auch königliches Spiel genannt, abgeleitet von Persisch Schah oder König. Super, also wieder was gelernt. Wir suchen von diesem Wort den vierten Buchstaben. Dieser kommt an die sechste Stelle des zweiten Wortes. Also eure Wörter müssen sich langsam gut füllen. Sigrid, ich hoffe, die Teilnehmer, die Zuschauer kommen mit. Ja, wenn es zu schnell ist, wir können es gerne nochmal wiederholen. Kein Problem. Bis jetzt haben wir noch keine Rückfragen. Wir gehen, würde ich sagen, mal alles durch. Und dann machen wir am Ende nochmal den Schnelldurchlauf. Noch drei. Sehr gut. Dann gerne weiter. Ja, mache ich. Ich nehme mal wieder ein kleines Stückchen zurück. Ah, ja. Ich knicke. Alle hopp. Ja, alle hopp, Bogart. Und nochmal, neben dieser Sportart dürft ihr natürlich auch immer die Mundwinkel nach oben ziehen. Das ist auch eine tolle Sportart. Ganz in Weiß. Super, also wenn wir das nicht erraten, dann weiß ich auch nicht. Der Ursprung dieser Sportart ist das Spiel mit der Handinnenfläche, erfunden wieder mal in Frankreich. Das ist mir neu. Der englische Major Wickfield, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ließ sich um 1870 seine Art zu spielen patentieren. Dabei wurden die ersten verbindlichen Regeln erstellt. Das bis heute übliche Spielen entstand mit den neuen Regeln im Zuge der ersten Meisterschaft in Wimbledon 1877. Dieses Rückschlagspiel wird einzeln, im Doppel oder im Mix gespielt und darf auch jetzt in Corona-Zeit wieder durchgeführt werden. Das ist doch toll. Ganz genau. Wir suchen den dritten und vierten Buchstaben des gesuchten Wortes und diese setzt ihr bitte an die siebte und achte Stelle des zweiten Lösungswortes. Also, den dritten und vierten Buchstaben setzt ihr an die siebte und achte Stelle des zweiten Wortes. Und dann würde ich sagen, auch in die letzten zwei Sportarten. Genau. Okay, die vorletzte. Gut, dass wir uns nur online sehen. Genau. Die geht nicht durch. Ich mache es gerade noch einmal. Jawohl. Achtung, jetzt können vielleicht die anderen kommen. Aufpassen. Okay. Die ersten nachgewiesenen Kämpfe fanden bereits 3000 vor Christi statt. Die Ursprünge des modernen Kampfes liegen in England des 17. und 18. Jahrhunderts. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die London Prize Ring Rules von einem bekannten des Marquess of Queensberry, die sogenannten Queensberry-Regeln, so verändert, ja. So viel Englisch und Französisch, da kann man auch mal durcheinander kommen, Problem. Dass daraufhin mit Handschuhen diese Sportart betrieben wurde. Und von dieser Sportart, von diesem Wort, suchen wir den ersten Buchstaben. Den setzt ihr an die erste Stelle des ersten Wortes. Und den vierten Buchstaben an die zweite und achte Stelle des dritten Wortes. Okay, nochmal. Wir suchen ein Wort, davon den ersten Buchstaben. Den setzt ihr an die erste Stelle des ersten Wortes. Und den vierten Buchstaben an die zweite und achte Stelle des dritten Wortes. Jetzt gucken wir mal, seid ihr denn noch alle da? Wir hören und sehen hier nichts. Wir hoffen, euch geht es allen gut. Der Kopf qualmt. Ja. Und genau, dann startet die Sigrid in die zehnte Sportartenrunde.
Ja, genau. Diese Sportart gibt es in klein und in groß. Ich mache die große. Okay, das war schon ein guter Tipp eben. Einmal. Sehr gut. Okay, das war die 10. Sportart. Ich erzähle euch auch hierzu noch ein paar wissenswerte Infos. Und zwar gelten allgemein die Schotten als Erfinder dieser traditionellen Ballsportart. Häufig wird aber auch Kontinentaleuropa, zum Beispiel Holland, Frankreich, das alte Ägypten oder das antike Rom genannt. Demgegenüber steht die Tatsache, dass vor allen Formen nur die schottische Variante bis heute erhalten ist. Bei dieser Sportart gilt es, den Ball mit möglichst wenigen Schlägen vom Abschlag ins Loch zu spielen. Ich denke, genau, Sigrid hat einen guten Tipp gegeben, kleine und große Variante. Wir suchen ein Wort, eine Sportart, und davon setzt ihr den ersten Buchstaben an die 5. Stelle des ersten Wortes und an die 1. Stelle des dritten Wortes. Hui, einmal tief durchatmen. Genau. Das hat die Sigrid schon sehr gut gemacht. Wir hoffen, ihr seid soweit mitbekommen oder mitgekommen. Ich glaube, wir gönnen den Teilnehmern eine kurze Atempause. Ihr könnt mal überprüfen, ob ihr eure Wörter schon vollständig habt. Vielleicht hat die Sigrid noch einen Tipp zu den drei Lösungsworten, bevor wir gleich nochmal in den Schnelldurchlauf gehen. Also alle drei tun gut. Alle drei ja, tragen zu einem schöneren und auch einem entspannteren Leben bei. Es heißt ja auch bewegen, heißt leben. Ja, und die oberste Prämisse ist eben, dass wir unser Leben, soweit es geht, auch in der heutigen Zeit ja, genießen können. Da sagst du was. Ist ja nicht immer ganz einfach. Aber Genau. Also drei sehr, sehr positiv besetzte Worte. Ich glaube, die machen wir alle gerne. diese Worte gehören übrigens, das ist das Motto oder so fast das Logo unseres Aktionstages Fit ist mit, was dieser Aktionstag findet immer in Ida Oberstein statt, jährlich. Wir hoffen, dass wir es auch dieses Jahr noch machen können. Aber wie gesagt, diese drei Worte gehören zu diesem Aktionstag Fit ist mit. Hoffentlich Super. verhöre ich mich jetzt nicht. Super, dann haben wir auch hier noch Ist was, es nicht. gelernt. Vielen Dank für diesen Tipp. Also alle, die fleißige Aktionstagsgänger sind, die können das Wort, die drei Wörter bestimmt ganz schnell lösen. Und ich würde sagen, wir machen noch mal einen kurzen Sportarten-Schnelldurchlauf. Die Sigrid wird euch alle Sportarten noch mal durchführen. Und ich würde sagen, ich ergänzen, wenn die Sigrid die Sportart macht, lese ich euch einfach nochmal vor, an welche Stelle die jeweiligen Buchstaben kommen. Denn falls jetzt der ein oder andere von euch später mit dazugekommen ist, hat auch derjenige noch die Möglichkeit zu gewinnen und mitzumachen. Also würde ich sagen, in den Schnelldurchlauf und los. Gut zugucken und gut zuhören. Welche Sportart suchen wir? Okay, wir suchen von dieser Sportart den zweiten Buchstaben und dieser kommt an die 1. und 9. Stelle des zweiten Wortes. Sportart Nummer 2. Auch hier suchen wir wieder eine Sportart, die Sigrid jetzt vormacht. Gut zugucken. Und davon suchen wir den 8. Buchstaben, der an die 3. und 9. Stelle des dritten Wortes kommt. Und dann auf in Runde 3. Auch das könnt ihr sicher lösen. Auch hier eine tolle Sportart.
Von dieser Sportart, von diesem Wort, suchen wir den dritten Buchstabe, der an die vierte Stelle des zweiten Lösungswortes kommt. Und der fünfte Buchstabe, der an die fünfte Stelle des dritten Wortes kommt. Gar nicht so einfach für alle, die jetzt dazu geschaltet haben, aber Sigrid macht das ganz toll vor. Gut zugucken, weiter geht's. Sportart. Perfekt für diese Jahreszeit. Wir suchen von dieser Sportart den ersten Buchstaben, der an die siebte Stelle des ersten Wortes kommt und der siebte Buchstabe, der an die dritte Stelle des ersten Wortes kommt. Super. Und dann zu Sigrids Lieblingssportart geht es jetzt. So viel kann ich ja schon verraten. Und zwar suchen wir von dieser Sportart den ersten Buchstaben, der an die dritte Stelle des zweiten Wortes kommt und der dritte Buchstabe, den ihr an die zweite und sogar an die zehnte Stelle des zweiten Wortes setzt. Okay, und da es ein Schnelldurchlauf ist, verweilen wir auch gar nicht so lange, sondern gehen zu einer weiteren tollen Sportart. Lohnt sich auszuprobieren. Und Sigrid macht das auch jede Runde besser. Sie steht noch. Und zwar suchen wir von dieser Sportart den ersten Buchstaben und den setzt ihr an die sechste und siebte Stelle des dritten Wortes. Und dann geht es jetzt von dieser Sportart in die nächste Runde. Auch bestimmt alles schon mal gesehen. Wir suchen von dieser Sportart den vierten Buchstaben, den ihr an die vierte und sechste Stelle des ersten Wortes setzt. Und den neunten Buchstaben, den ihr an die vierte Stelle des dritten Wortes setzt. Na, da kann man auch schon mal durcheinander kommen, deshalb immer gut, wenn ihr euch die Wörter durchnummeriert. Aber ich denke, ihr seid da schon ganz gut erprobt. So, weiter geht's. Anstrengende Sportart, die wir hier suchen, wo man auch ganz schön Tempo aufbauen kann. Danke, Sigrid. Wir suchen von diesen Wörtern, so viel verrate ich euch, vom ersten Wort den dritten Buchstaben, den setzt ihr an die fünfte Stelle des zweiten Wortes und vom ersten Wort suchen wir außerdem den vierten Buchstaben, der an die zweite Stelle des ersten Wortes kommt. Und jetzt geht's weiter, jetzt dürften die Wörter schon ordentlich gefüllt sein. Sigrid überlegt. Was da wohl ein guter Zug ist. Ja. Und auch hier suchen wir ein Wort, tatsächlich auch eine Sportart, den vierten Buchstaben, der an die sechste Stelle des zweiten Wortes kommt. Genau, Nummer 10. Sigrid macht weiter. Gut aufpassen. Da ging es ein bisschen zackiger zu als bei der Sportart davor. Das war. Hat er kein Effekt. Genau. Und zwar suchen wir von dieser Sportart den dritten und vierten Buchstaben, der an die siebte und achte Stelle des zweiten Wortes kommt. Und dann vorletzte Sportart, Endspurt. Sigrid legt los. Ich duck mich mal lieber. Wir suchen von dieser Sportart den ersten Buchstaben. Der kommt an die erste Stelle des ersten Wortes und der vierte Buchstabe an die zweite und achte Stelle des dritten Wortes. Und dann zu guter Letzt, letzte Sportart für heute.
Der Schlag sieht gut aus. Ich glaube, der war sogar drin, eingelocht. Genau. Wir suchen eine Sportart und davon den ersten Buchstaben. Und der kommt an die fünfte Stelle des ersten Wortes und an die erste Stelle des dritten Wortes. So, liebe Miträtsler, liebe Zuschauer, liebe Sigrid. Ja, liebe Annika, du hast das wieder wunderbar gemacht mit so vielen Zahlen und so vielen Wörtern und so vielen Plätzen. Klasse. Und du hast es uns ganz toll demonstriert. Ich hoffe, alle Zuschauer liegen richtig und haben noch was gelernt. Jetzt würde ich sagen, warten wir mal noch so ein Minütchen, geben den Leuten die Zeit, nochmal zu überlegen. Die Elli blendet euch oben im Bildschirmrand schon das Fenster ein, wo ihr gerne euren Namen und gerne auch die E-Mail-Adresse eintragen könnt, sodass, wenn ihr der Gewinner seid, wir euch auch benachrichtigen können per E-Mail. Ja, also wir drücken die Daumen. Toi, toi, toi. Danke, dass ihr da wart für nachher. Ich danke euch, ich freue mich da sehr drüber und vielleicht auch bis bald mal. Genau, das hoffen wir doch. Wir verabschieden uns gleich nochmal offiziell. Elli hat mir gerade nochmal den Hinweis gegeben, also das Lösungswort eintippen, den Namen und die Mailadresse. Ihr habt noch einen kurzen Moment Zeit. Und dann drücken wir euch die Daumen, dass ihr alle richtig liegt und euch über einen Bildungswerk-Rucksack und ein Bildungswerk-Jonglage-Set freuen könnt, ja, mit dem ihr fleißig üben könnt. In der Zeit könnt, ja? Ist mir auch gerade noch aufgefallen, von diesen 12 Sportarten habe ich außer zwei, das war das Stand-Up-Paddling, das hat man ja auch gesehen, noch nie gemacht und geboxt habe ich auch noch nicht, aber sonst habe ich schon alles probiert und gemacht. Gerne auch wieder auf. Genau, aber wir haben auch erfahren, was die Lieblingssportart von Sigrid ist. Meine Lieblingssportart, in der ich früher aktiv war, ist sogar auch dabei. Die hast du als dritte Sportart vorgezeigt. Bitte? Als dritte? Ja, dum, dum, dum. Genau, und vielleicht, ich nenne euch einfach nochmal jetzt kurz im Schnelldurchlauf die Lösungssportarten, dass ihr einfach nochmal gucken könnt, ob ihr richtig seid und dann habt ihr es auch für heute schon geschafft. Und zwar haben wir gesucht Fechten, Tischtennis, den Aufschlag vor allem, Basketball, Nordic Walking, Tanzen, Stand-Up-Paddling, sehr schöne Sportart, macht sehr viel Freude und wenn man mal ins Wasser fällt, auch nicht so schlimm, Bogenschießen, Rope Skipping, Schach, Tennis, Boxen und Golf. Das waren unsere gesuchten Sportarten für heute. Vielen lieben Dank, Sigrid, für die tolle Demonstration. Wir sind ganz gespannt auf eure Antworten. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Morgen geht es natürlich auch gleich schon wieder spannend weiter. Da haben wir den Stefan Henn zu Gast, den Leiter des ISE. Institut für Sportstättenentwicklung, der mal so einen kurzen Einblick, einen spannenden Einblick über aktuelle Projekte gibt und eine Einschätzung zur aktuellen Situation, auch für die Vereine. Dann geht es auch am Donnerstag und am Freitag wieder spannend weiter zum Thema Beweglichkeit verbessern und auch zum Thema Schulter. Also schaltet wieder ein. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Und ja, liebe Sigrid, wenn du vielleicht noch was zum Abschluss sagen möchtest. In der Zeit schauen wir mal, ob es noch Fragen gibt. Wir hatten ja überwiegend Pantomime oder Gebärdensprache oder ja. Und das Dankeschön, dass ihr hier dabei wart, da zeige ich euch eben auch in dieser Gebärdensprache, was mir persönlich auch sehr gut gefällt. Und das ist Danke. Super. Das ist eine schöne Bewegung. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Und ja, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Schaltet morgen wieder mit ein. Kleinen Moment noch. Genau, die Elli beendet jetzt auch die Umfrage. Es gab jetzt genug Bedenkzeit. Und guter Einwand, das hätten wir fast vergessen. Wir wollen euch natürlich auch noch die Lösungsworte verraten. Liebe Sigrid. Das erste war bewegen. Das zweite entspannen.
Das mache ich am liebsten. Ja. Und das dritte, genießen. Oh, das auch. Ja. Okay. Das Motto des Aktionstages findest du mit. Und des Wunderbar. ganzen Lebens. Ich finde, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Elli. Vielen Dank, liebe Sigrid. Vielen Dank an euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Habt eine schöne Woche. Seid morgen wieder mit dabei. Bleibt gesund und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.